Hallo zusammen, liebe Bewohner des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Wie Sie sicherlich gesehen haben, habe ich mich ein wenig umgesetzt. Aber keine Sorge, ich habe mich nicht abgesetzt. Das tue ich nicht eher, bevor ich mich wieder ein wenig für Sie eingesetzt habe. Denn ich habe mich ja noch nicht richtig durchgesetzt. Naja, ein bisschen Zeit bleibt mir noch, einfach mal vorausgesetzt. Die Sache, über die ich heute sprechen möchte, ist ein Bundesgesetzblatt, was ich halt mal wieder aufgetan habe. Ich stöbere ja viel. Das Bundesgesetzblatt aus dem Jahr 2004, Teil 1, Nummer 43, ausgegeben zu Bonn oder sonst, am 17. August 2004. Und auf der Seite 2159 habe ich da was gefunden, nämlich die Verordnung über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der gewerblichen Wirtschaft. Die sogenannte Wirtschaftssicherstellungsverordnung, die WISIF. Ja, das klingt erstmal noch nicht sehr aufregend. Es wird aber erst dann ein wenig aufregender, wenn man sich das Ganze mal ein bisschen anguckt. Das Ding ist auch nicht sehr lang. Diese Verordnung ist nämlich dafür gedacht, verschiedene Sachen durchzusetzen. Es gibt nämlich einen Anwendungsbereich für diese Verordnung. Diese Verordnung soll nämlich sicher sein, um für die Zwecke der Verteidigung, insbesondere die zur Deckung des Bedarfs der Zivilbevölkerung und der Streitkräfte, mit der erforderlichen Versorgung mit Gütern und Leistungen sicherzustellen. Und nämlich dann, wenn eine Gefährdung der Versorgung durch marktgerechte Maßnahmen nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigen Mitteln zu beheben oder zu verhindern ist. Das heißt, irgendwie musste man sich da gesetzmäßig was einfallen lassen, um eben halt im Krisenfalle, wie auch immer der aussieht, ob irgendwo böse Jungs kommen, die was von uns wollen, oder ob vielleicht die ein oder andere Währung, die in diesem Lande so ausgegeben wird als Zahlungsmittel, vielleicht nicht mehr allzu lange hält, keine Ahnung, wir können ja einfach mal spekulieren. Dort ist ihm halt festgehalten, ich kürze das grob ab, Sie können das nachlesen, ich setze wieder einen Link drunter, dass eben halt ganz einfach Unternehmer höflich aufgefordert werden können, ich sage es mal so, vorrangig jetzt für diesen Fall zu produzieren, andere Aufträge liegen zu lassen. Man kann mal das ein oder andere Auto, einen Bus oder sonstige Sachen requirieren, wenn es die Situation erfordert. Es gibt eine sogenannte Erklärungsermächtigung, die ist eben halt auch genannt, dass der Bund auch, soweit es sich um den Bedarf, und das ist das Interessante, der verbündeten Staaten und von Organisationen im Rahmen eines Bündnisvertrages handelt, eben halt antragsberechtigt und auch durchführungsberechtigt und auch vorrangsberechtigt sind. Das heißt, nicht nur die Bundesregierung selbst, sondern auch andere Organisationen, die über internationale Verträge oder Bündnisse mit denen da so halt gemeinsame Sache machen. Ich sag's mal so. Sprich, wenn es den Amerikanern in den Kopf kommt, wir brauchen mal irgendwie eine gewisse Versorgung in einem Krisenfalle, kann man eben halt auch mal deutsche Unternehmen mit einem Angebot, was man nicht ablehnen kann, freundlich zu überreden, eben halt diese Ansprüche zuerst zu bedienen. Im Großen und Ganzen ist da weiter nichts zu sagen. Sie müssen sich das Ganze einfach mal durchlesen und auf der Zunge zergehen lassen. Denn letztendlich, manchmal fehlen mir einfach die Worte, was sich da gewisse Herren, das war übrigens zur Zeit des Kanzlers Schröder, der unter anderem diese Verordnung auch unterschrieben hat, halt so einfallen lassen. Normalerweise könnte man sagen, ja, die tun ja sowieso, was sie wollen, aber nein, es gibt eine Regelung, die sie da ein wenig eingrenzt, und zwar steht das in § 14 dieser Verordnung, da ist nämlich drin, die Verordnung darf nur nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes angewandt werden. Jetzt kommt wieder die Preisfrage, weil die allermeisten das Grundgesetz ja nicht gelesen haben. Was steht denn in Artikel 80a so drin? Können Sie sich ganz leicht googeln, aber das steht eben halt drin, in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz, ist in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz über die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung bestimmt, dass Rechtsvorschriften nur nach Maßgabe dieses Artikels angewandt werden dürfen, so ist die Anwendung außer im Verteidigungsfalle nur zulässig, wenn der Bundestag den Eintritt des Spannungsfalles festgestellt
oder wenn er der Anwendung besonders zugestimmt hat. Aber es gibt eben halt eine Ausnahme im Absatz 3. Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung solcher Rechtsvorschriften auch auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Beschlusses zulässig, der von einem internationalen Organ im Rahmen eines Bündnisvertrages mit Zustimmung der Bundesregierung gefasst wird. Maßnahmen nach diesem Absatz sind aufzuheben, wenn der Bundestag es mit der Mehrheit seiner Mitglieder verlangt. Das bedeutet, dass eben halt, nehmen wir mal die Amerikaner, wir haben ja gerade darüber gesprochen, einfach mal auf die Wirtschaftsleistungen der hiesigen Wirtschaft zurückgreifen können. Und das kann nur verhindert, wenn der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder widerspricht. Halten Sie das für wahrscheinlich oder möglich? Oder ja, denken Sie da einfach mal zu Ende drauf rum. Gucken Sie sich die Sachen an, Artikel 80a und diese Wirtschaftssicherungsverordnung. Ich hänge es im Link unten dran. Und dann machen Sie sich mal Ihr eigenes Bild, was hier für welchen Fall auch immer schon Vorbereitungen getroffen werden, damit es typisch deutsch alles schon mal rechtlich alles in Sack und Tüten ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim drauf rumdenken, wünsche noch eine schöne Woche.